Guten Tag, mein Name ist Matthias Mann. Ich bin tätig im Online-Marketing schon seit vielen Jahren. Und ich wollte dich einfach mal fragen, bist du auch tätig im Affiliate-Marketing zum Beispiel oder anderweitig im Online-Marketing, vielleicht mit einem Network-Marketing-Geschäft und hast noch nicht die richtige Anzahl an Kunden? Du bist frustriert ein bisschen vielleicht auch, weil es kommt nicht genug Geld rein. Ja, wenn das so ist, dann habe ich jetzt echt einen super Tipp für dich. Denn du brauchst auf jeden Fall eine Liste. Ja, du brauchst irgendwo Menschen, auf die du zugehen kannst, denen du dein Angebot präsentieren kannst. Das kannst du natürlich tun, indem du irgendwo Bannerwerbung schaltest oder andere Sachen. Aber das ist auf die Dauer sehr teuer. Wesentlich effektiver ist es, wenn du eine Landingpage benutzt, über diese Landingpage E-Mail-Adressen einsammelst. Und dann kannst du an diese E-Mail-Adressen regelmäßig in gewissen Abständen Nachrichten schicken, Verkaufsangebote oder vielleicht auch Tipps, die für deine Zielgruppe interessant ist, sodass die gleichzeitig noch einen Mehrwert haben und nicht nur mit Verkauf zugedröhnt werden. Das kann Vorteile haben, wenn man so vorgeht. Wichtig ist auf jeden Fall, dass du eine Liste hast. Und ja, dazu brauchst du ein Software-Tool. Ich selber nutze dafür Builderall. Das ist eine fantastische Online-Software. Damit kannst du relativ einfach Landingpages erstellen. Ein Autoresponder ist dabei. Man kann auch ein ganzes Funnel-System einbauen. Also es ist sehr umfangreich, das will ich jetzt nicht alles aufzählen. Entscheidend ist, du kannst damit über eine Landingpage das E-Mail-Adressen sammeln, kannst eine Liste dann damit aufbauen und kannst an diese Liste automatisch mit dem Autoresponder deine Angebote verschicken. Und das Geile an Builderall, du kannst damit sogar noch Geld verdienen. Ja, wenn du selber verstanden hast, wie es funktioniert, dann kannst du das anderen Menschen zeigen, die vielleicht auch noch auf der Suche nach Erfolg sind. Und wenn diese bei dir Builderall einkaufen, das kostet monatlich eine Nutzungsgebühr, bekommst du von dieser monatlichen Gebühr, die der Kunde für Builderall bezahlt, eine Provision. Und Builderall zahlt ziemlich gut, nämlich das Premium-Paket, was ich dir empfehlen würde, weil da hast du alles dabei, das kostet netto 69 Euro monatlich und du bekommst, soweit ich das jetzt an Informationen habe, 100% Provision beim ersten. Ja, wenn einer das erste Mal Neukunde geworden ist, kriegst du diese 69 Euro komplett und in den darauffolgenden Monaten immer noch 30%. Und wenn der, den du geworben hast, Builderall auch an andere weiter empfiehlt, bekommst du auch nochmal 30% von der Provision, die der erwirtschaftet. Das heißt also, 60% geht an den Vertrieb, 30% behält Builderall letzten Endes, oder sind das dann, nee, 40 sind das, ne? 40. Genau, und das finde ich, ist sehr gut, das ist eine recht hohe Bezahlung und ich nutze jetzt Builderall seit kurzem auch. Ich bin relativ schnell da reingekommen, habe jetzt meine erste Landingpage aktiv und muss sagen, funktioniert hervorragend. Du kannst auch Domains aufschalten und alles, was du möchtest. Und ich zeige dir jetzt mal kurz noch ein bisschen. Ich gehe mal auf meinen Bildschirm und zeige dir jetzt mal, was Builderall alles hat. Jo, hier sind wir im Builderall eingeloggt. Da hat man gleich auf der Startseite vom Dashboard hier so eine kleine einfache Übersicht. Meine Sachen, da wird aufgelistet alles, was man so meistens benutzt. Cheetah ist der Site-Builder, also eine, mit dem man Webseiten, Capture-Page bauen kann. Hier ist irgendwie was für ein neues Projekt starten. Brauche ich jetzt nicht alles, was da ist. Und hier sind nochmal alle Tools. Mag ich persönlich allerdings nicht so besonders hier alles, sondern ich gehe am liebsten hier oben über Apps. Da ist dann tatsächlich schön übersichtlich hier alles einmal aufgelistet, nach Kategorien geordnet. Ja, alles, was verfügbar ist. Hier auf der ganz linken Seite haben wir die Baukästen, den Cheetah Site Builder. Es gibt, was haben wir hier noch alles? Habe ich alles noch nicht benutzt? Ein App-Baukasten, keine Ahnung genau, wofür man das braucht. Eine E-Learning-App. Also man kann hier auch mit Builderall Online-Kurse zurechtbasteln und entsprechend dann übers Internet über Builderall laufen lassen und seinen Kunden anbieten. Webinar-Builder ist hier, ne? Was haben wir hier? New, das ist neu. Chat-Builder, Funnel-Builder. Also wirklich reichlich Möglichkeiten. Fangen wir mal mit dem Website-Baukasten an. Ich zeige euch mal schnell den Cheetah Site Builder. Ja, und hier ist eine
Liste von Seiten, die man schon hat. Ich habe bis jetzt nur eine einzige. Wenn ich jetzt ein neues Projekt starten möchte, also eine weitere Landingpage mit Unterseiten, dann müsste ich hier auf Create New Site gehen. Und ansonsten gehe ich hier einfach mal auf Edit Site, das ist Seite bearbeiten. Ich sehe gerade, ich habe das hier auf diesem Rechner noch gar nicht auf Deutsch. Man kann das auch alles auf Deutsch einstellen. Ich habe jetzt halt gerade fürs Video einen anderen Rechner, als den ich sonst benutze. Da ist alles auf Englisch jetzt erstmal. Und man kann dann hier, habe ich mehrere Seiten. Das hier ist die Landingpage und hier ist E-Mail prüfen. Das kriegt der nette Mensch, der eine E-Mail an, also sich in die Liste eingetragen hat, und der muss ja überprüft werden, ob der das auch wirklich gemacht hat. Dann wird die E-Mail-Adresse überprüft. Der kriegt dann dieses angezeigt. Hier ist, was angezeigt wird, nachdem man sich abgemeldet hat. Das wird angezeigt, wenn die E-Mail erfolgreich überprüft wurde. Hier ist ein Impressum noch und eine Datenschutzerklärung. Sehr wichtig, die beiden Sachen sollte man immer mit dabei haben. Ja, und was man hier im Detail alles machen kann, das wollte ich jetzt nicht erklären. Ich zeige euch sogar auch mal ganz kurz meine Landingpage. Die ist auf Zentrum7.de erreichbar. Die sieht dann so aus. Ja, hier wird ganz kurz oben in der Überschrift erklärt, worum es geht. Und hier wird es ein bisschen detaillierter kurz aufgelistet. Und hier kann man dann seinen Namen eintragen, darunter E-Mail-Adresse und wenn man möchte auch noch Telefonnummer, dann klickt man hier drauf. Genau so, wenn ich jetzt drauf geklickt habe, dann kommt diese Seite, die Anmeldung war erfolgreich, es wird jetzt eine E-Mail mit einem Bestätigungslink zu dir geschickt und so weiter und so fort. Das sollte genügen, nur mal um zu demonstrieren, was mit Builder All alles möglich ist. Diese kleinen Grafiken hier zum Erklären, wie man sich in die Whitelist einträgt, das habe ich selber da rein gemacht. Genau, wer da Näheres darüber wissen will, schaut euch nach entsprechenden Tutorials um. Das kann ich hier jetzt nicht alles erklären. Schauen wir weiter, was hat, also nur die wichtigsten Sachen. Dann gibt es hier, man kann hier was mit WhatsApp machen, ich weiß nicht genau was. MailingBoss 5.0, das ist noch Beta. Hier MailingBoss, das ist der Autoresponder. Gucken wir uns auch mal schnell an. Das ist ein sehr schönes Tool. Hier oben sieht man die Listen. Hier sind jetzt schon irgendwie mehrere Listen. Hier sind welche, die wurden alleine, egal. Das hier ist meine Liste. Da kann ich zum Beispiel, was kann man da machen? E-Mails, Seitenkonfigurationen. Ja, machen wir mal das auf. Kann man hier alles einstellen, ne? Hier kann man E-Mail-Vorlagen, die die Leute geschickt bekommen, anklicken und bearbeiten, die Texte da drinnen verändern. Und man kann über hier Kampagnen und Autoresponder, denke ich, ist das, glaube ich, das Richtige, kann man dann auch sogenannte E-Mail-Sequenzen erstellen. Also, dass ich sage, was weiß ich, alle 3 Tage oder alle 5 Tage oder alle 10 Tage, je nachdem, wie man möchte, wird eine E-Mail geschickt. Oder man kann das auch ganz individuell. Die erste E-Mail kommt sofort, die zweite E-Mail kommt nach 3 Tagen, die dritte E-Mail nach einer weiteren Woche und dann vielleicht eine Zeit lang jede Woche eine und dann vielleicht eine Zeit lang alle 3 Tage. Also, das kann man, wie man möchte. Wie es eben fürs Geschäft und für die Interessenten sinnvoll erscheint, kann man sich das alles einstellen. Und das sind eigentlich dann auch schon die allerwichtigsten Sachen, um mit einer Liste zu arbeiten. Und gerade über solche E-Mails, die per Autoresponder geschickt werden, kann man dann auch gut verkaufen. Das heißt, man braucht vielleicht ein paar Tage, ne, um das einzurichten. Denn man muss da ja noch die Domain miteinander verknüpfen und man muss auch den Mailing-Boss mit der Seite verknüpfen. Das dauert natürlich ein bisschen, bis man das alles hingebastelt hat. Es gibt ja noch etliche andere Sachen, Sitebot, keine Ahnung, E-Mail-Verwaltung, ja genau, da kann man sich noch E-Mail-Adressen auf aufgeschaltete Domains zuweisen. Browser-Benachrichtigungen, weiß jetzt auch nicht ganz genau, was das ist. SMS-Messaging habe ich auch noch nicht benutzt. Ein CRM ist auch mit dabei. Ein Skriptgenerator, ein Quizbilder, habe ich auch noch nicht ausprobiert. Hier gibt es auch noch eine ganze Reihe. Ganz wichtig noch hier ist der unter Domain, wenn man eine Domain aufschaltet, der DNS-Manager. Da kann man dann sehen, in welchem Zustand die aufgeschaltete Domain ist. Hier ist alles soweit in Ordnung. Wenn was nicht stimmt, kann man hier auch noch schalten und walten. Ja, alles in allem Builderall wirklich ein fantastisches Werkzeug fürs Online-Marketing. Kann ich nur jedem, der
gleichzeitig das auch anderen weiterempfehlen möchte und Geld damit zusätzlich verdienen möchte, nur wärmstens empfehlen. Probiert es auf jeden Fall einfach mal aus. Ja, in diesem Sinne möchte ich euch dann für die Zukunft viel Erfolg wünschen. Wenn ihr Builderall ausprobieren wollt, schaut einfach in der Videobeschreibung unten, da habe ich einen Link dahin. Ich würde dann tatsächlich, wenn ihr euch dort anmeldet, auch eine Provision erhalten, worüber ich mich natürlich sehr freuen würde. Ja, und das soll es soweit gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch ein Stück weitergeholfen. Das würde mich freuen. Auf Wiedersehen, bis zu meinem nächsten Video.